So, dann holen wir uns mal den Sklaven. Das kennen wir ja schon alles. Aber ich mache es gern nochmal, ja. Es ist einfach... passt einfach besser. Ja, wie gesagt, ich würde eigentlich mit dem Controller spielen, habe aber vorher schon angetestet und... ich sag's ganz offen, ja, Controller ist nicht so meines. Ich kenne die ganzen Tasten und alles nicht. Und auch... das mit dem Controller-Schießen funktioniert nicht ganz so prickelnd. Ja. Jetzt muss ich mich einfach mit dem hier begnügen, was wir haben. Das heißt, zwischendurch, zeitlich stehen dann auch immer... ja, zwischenzeitlich stehen auch immer diese... Tasten für den... für den Controller da, was ja auch nicht schlimm ist, sage ich jetzt mal, ja. So, hier ist er, den... hallo. Grublig. So. Wenn du einen Hauptmann, ja, das kennen wir schon alles. So. Ich hol mir mal ein paar Leute. Hab ich da gerade etwas gehört? Ach, Scheiße. Verdammt. Oh. Ah, der hat's gut zum Glück nicht mitbekommen. So, dann hol ich mir den noch. Hab's mir bloß eingebildet. Putz dir die Ohren! Du hörst schon Stimmen. Hey. Moment. Komm her. Ich rieche etwas. Schnell tot. Na komm, 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 los, los, komm her, komm. Zu unserem letzten Mal gab es... Boah, so still. Das war jetzt echt knapp. Das willst du nicht wissen. Du willst noch nicht mal darüber sprechen. Den Schützen hätte ich noch Gespenster. Gerne. Tja, ich hoffe, du hast recht. Der Schütze wäre doch ganz interessant. Der hilft vielleicht ein bisschen. Oh. Habt ihr das gehört? Was? So, schnell weg hier. Und wir den Schützen holen. Hallo. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. So, und jetzt? Mal gucken. Frontalangriff? Nee, ich hol mir noch den mit dem Schild. Das wäre noch ganz praktisch. Hey, komm her. Das hört sich nicht gut an. Ja, was du glaubst, was sich gut anhört, das sind... so. Noch einer. So, du wärst auch noch mir. Was war das für ein Geräusch? Wertlose Trottel! Ah, der rennt mir durchs Feuer, der Idiot. Schlechte, schlechte, schlechte Leute. Je gesehen, wie jemand gehäutet wird? Oh, wie du weinen wirst, bevor du stirbst. Glaub nicht, dass du mich besiegen kannst. Das hat mir schon viel gebracht. Das hat eigentlich nicht funktioniert. Dieses Mal nicht. So, was soll ich mit meinem Bogenschützen? Macht er was? Na komm. Jawohl. So, du hast mir. So, ich beherrsche dich. So, befehligen. Da kann man ja... ja, meine Framerate bricht in der Zeit auch ein bisschen immer wieder ein, wegen dem neuen Patch einfach. Ist einfach ein bisschen blöd. Ja, das war auch schon in der letzten Aufnahme, war das genauso. Ja, man kann jetzt hier initiieren, also initiieren, da kann man entweder einen anderen Hauptmann herausfordern oder einen Häuptling, also den Häuptling zuweisen und versucht es ein Leibwächter zu werden, ne? Steht hier alles im Prinzip hier unten, also man kann ja auf Dix, steht aber, ist aber in der gleichen Folge nochmal, von dem her kann ich das ein bisschen alles hier ein bisschen überspringen. So, war's das? Es ist vollbracht. Wunderbar. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. So. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran.
Ja, das heißt jetzt im Prinzip da auch, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird als sonst immer. Die kann jetzt ruhig ein bisschen länger werden. 10 Minuten, glaube ich, hat sie ja schon drauf und jetzt kommen halt noch die auch noch dazu. Ja, kann man nichts machen, ist halt einfach so. Steht mir bei oder leidet durch mich! Du bist kein Hauptmann! Abschaum! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Ja, das ist eine Aufgabe, die haben wir auch schon letztens erledigt. Ist ja eigentlich nicht so schwer. So. Erledigt. Wahrscheinlich nur Ratten. Also die Frage ist. Wir müssen ja unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Naja. In den Schatten sind wir nicht gerade, sage ich jetzt mal. So, mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Oh, der spielt Flöte oder ist der irgendwas? Ich weiß nicht genau. Kann sein, dass er etwas ist. So, ein Gegner weniger. Und noch einer weniger. Und ein nächster Kopfschuss. Und der Berserker beißt auch ins Gras. Ich belohne deinen Einsatz mit meinem Durst nach Blut. Ist mir egal, was es war. Zurück an die Arbeit. So, wunderbar. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Und wo geht er jetzt hin? Das ist jetzt nämlich die Frage. Weil ich jetzt mal hier rüber, ne? Ja. Das Problem ist halt, dass wir jetzt oberhalb bleiben müssen, dann kriegen wir auch den Bonus, ne? So, den hole ich mir auch noch schnell. Oh shit. Warte! Ich rieche etwas. Tötet die Überleiter! So. Einmal. Zweimal. Und der Berserker. Einer ist noch hier, den sehe ich leider nicht. So, jetzt aber. Wunderbar, der hat gut geklappt. Oh ja, wie sie mal helfen. Das ist schön, das ist schön. Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unsere Klingen. Oh, da wird's noch mehr. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Schön, schön. Erreiche den Aussichtspunkt, ohne den Alarm auszulösen. Okay, ich werde es versuchen. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Ja, wie gesagt, die Mission wird auch ein bisschen länger dauern. Also, die Folge wird ein bisschen länger dauern. Was ja nicht schade. Was ja nicht schadet, ne? Halt die Klappe. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Du bist immer so schrecklich. Nein! Mensch, schau! Du hast dich jetzt wieder! Gut, kein Alarm ausgelöst. Auch ganz nett. Auch ganz supi, sag ich jetzt mal. Macht euch keine Sorgen, ihr Narren. So. Ihr geht auch hier. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Frumborg hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davon.
Aha. Schön viel. Ich muss jetzt hier runter, weil sonst komme ich da irgendwie nicht so vorbei, wie ich das wollte. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Die stehen nämlich ein bisschen blöd. Inzwischen besser geworden. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die Ziele. Das wird wohl so schnell nicht noch. Ah, wieso muss ich eigentlich da hoch? Das ist total bescheuert. Aber hier waren wir schon, glaube ich, ein paar Mal. 5 oder 6 Mal waren wir sogar schon. Von dem her auch nichts Neues. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwandler muss in der Nähe sein. Ja, bin ich auch. Achso, hier ist keiner. Eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch? Ja, ich hoffe, dass mit dem Maus wird bald gepatcht, weil das ist echt nervig, dass das nicht geht, ne? Und der Controller ist auch nicht so super. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Mhm. Das stimmt allerdings. Also gegeneinander kämpfen lassen ist auf jeden Fall ganz super. Tarth, das Messer ist erschienen. Ah. Ah. Mit seinem Leibwächter. Unsere Marionette ist vor Ort. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Höre, schlage ich dir die Beine. So, mal gucken. Tarth. Ach, stimmt. Okay. Gib deinen Willen auf! Der hat ja noch einen mit. Shit, der ist immer gegen Fernkampf. Ich hoffe, dadurch stirbt meiner jetzt nicht. Jetzt muss ich die Karagos einfach erledigen. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Oh, Scheiße! So, den machen wir mal ein bisschen schneller fertig. Oh, das war einer von meinen Leuten. Ah, shit, der ist gestorben, ne? Kruppig wurde getötet. Mist. Gut, diese Karagor lassen wir auf jeden Fall mal raus. Die brauchen wir nicht. Das ist ganz schlechte Idee, die Karagors zu befreien. Der ist immun gegen Fernkampf, warum auch immer. Er hat keinen Kopfschutz, aber ist unsere Marionette. Meine Augen sind die deinen. Na dann, auf geht's. Ja, man sieht, es steht ein bisschen. Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Naja. Menschendreck! Das war dein Werk, nicht wahr? Wolltest dir sicher einen Vorteil verschaffen. Natürlich. Aber den habe ich auch so. So, dann wäre einer weniger. Wie schaut's mit meinem aus? Das ist noch gut dabei, der Junge. Diesmal wird's nicht besser. Das wird immer besser. Ich glaube nicht. Ah, Mist. Ich kenne mich da nicht aus. Nein, das ist eine Leute. Das ist alles ein bisschen. Ja, bescheuert. So, da drüben ist ein Schütze, also ein Speerwerfer. Der ist nicht so super. So, Tarth machen wir auch noch ein bisschen deutlich. Was ist mit dir? Bist du nicht da? Welche Freunde? Du hast keine Freunde, mein Lieber. Hey, du! So! Mist. Reicht nicht? Du kannst uns nicht allein! Dann werde ich einfach. Oh. Was geht's jetzt? Oh nein. Er ist einfach tot. Naja. Oh, der hat ihn erledigt. Auch schön.
aber nichts machen. So ist es halt. Ich meine, unser ist nicht so geil eigentlich, nicht so mächtig, aber ja. Kann man nichts machen. So ist es halt. Ich kämpfe für die dunklen Herrscher und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich führe meine Armee über ein Feld aus Schädeln. Unterwerft euch mir oder spürt meine Klinge. Naja. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Oh. Ich wollte eigentlich... Naja. Sehr mächtigen Zauberers. Talion! Es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Ja, so ein Zufall auch. Da, ich muss schon sagen... Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Hast du etwa Angst? Ich hoffe nicht. Sonst erspare ich ja, wie ich gesagt habe eigentlich, Saruman hat sie korrumpiert. Ich sag mal so, das war auch bei Herr der Ringe so, das habe ich ja auch schon irgendwann, glaube ich, mal erwähnt oder so, dass Saruman da das ein Spiel bei Theoden, also seinen Finger in dem Spiel hatte bei Theoden von Rohan. Und bei ihr war es auch nicht anders, bei Marvin war es aber ganz cool, dass sie so ein bisschen eine Verbindung herstellen zwischen Herr der Ringe und Mittelerde der Schatten. Und ja, was zu sagen, das war es eigentlich für die Aufnahme schon wieder. Ich, wie gesagt, ich wollte das nur zu Ende führen, weil wahrscheinlich die Möglichkeit, also die Möglichkeit besteht, dass ich keine Mord- und Schattenfolgen weitermache, beziehungsweise solange das mit der Maus behoben ist, weil das ist ganz schön nervig. Ja, ich kann es zur Zeit mit dem Controller spielen, aber ich habe auch ziemliche Frame-Einbrüche ab und zu und das ist auch nicht schön. Da muss ich mich noch ein bisschen spielen, aber es kommen ja sowieso jetzt ein paar Folgen, vielleicht in 2 Wochen sieht das Ganze wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus. Außerdem
wenn Warner Bros. Beziehungsweise, ja, wenn Warner Bros. Die ganzen, die Bugs kennt, dann hoffentlich bringen sie einen Patch raus. Was ganz praktisch wäre, da ist ein Chef. Blog. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß und schön brav Let's Plays gucken. Tschüss.